meine lieben Schützenmänner. Heute berichte ich über eure Eigenschaften. Der Schützenmann ist das letzte Feuerzeichen unter den Sternzeichen. Auch ihn begleitet der Engel Adnachiel durchs Leben. Der Schützenmann sagt immer seine Meinung frei heraus, auch wenn sie wissen, dass sie damit verletzen. Man kann ihn gut als Freund um sich haben, denn er ist zugänglich, aufgeschlossen und tolerant. Der Schützenmann hat eine wunderbare Gabe. Lernt man ihn kennen, fühlt man sich sofort lebendiger. Mit seinem Charme und seiner Freundlichkeit, Fröhlichkeit vermittelt er einer Frau den Eindruck, sie sei der idealste Partner. Doch das täuscht, denn schaut man genauer hin, ist in seinen Augen zu sehen, dass er sich nach anderen Frauen umschaut. Ja, er begehrt sie alle. Gefällt ihm eine Frau, zieht er alle Register, um sie zu verzaubern. Er verliebt sich gern, möchte allerdings keine feste Verbindung. Der Schützenmann liebt charismatische Frauen und neigt zum Schürzenjäger. Ja, leider. Nur wenige Frauen können ihn längere Zeit an sich binden. Doch wenn es ihn erwischt hat, ist er ein großer Idealist und glaubt an die unsterbliche Liebe, die er sich erhalten will. Und er möchte es nicht zur Routine kommen lassen. Man kann ihn leicht erobern, es ist aber eine Kunst, ihn zu halten. Im Beruf ist der Schützenmann ein Optimist. Mit seinem gesunden und eigenen Selbstvertrauen, was er einfach besitzt. Seine Ziele sind hoch. Und dafür muss er sich kräftig ins Zeug legen. Mit seiner großen Energie kann er viel erreichen. Typische Berufe für ihn sind im Lehramt, vor allem in der Erwachsenenbildung. Man findet ihn aber auch als Tierarzt, Mathematiker und Geograf. Allerdings kann man ihn zu keiner beruflichen Tätigkeit zwingen. Er wählt seinen Beruf aus, den er meistens erst im späteren Alter endgültig gefunden hat. Im Gesundheitlichen hat er Probleme mit seinem Gewicht. Durch seine unkontrollierte Ernährung hat er einen ständigen Kampf mit der Waage. Seine Schwachpunkte sind die Leber, Ischiasnerv und die Hüften. Seine Vitalität ist groß, die er auch noch im zunehmenden Alter mit sportlicher Tätigkeit erhalten kann. Ja, das ist und so sind die Eigenschaften des Schützenmannes. Ich finde ihn sehr interessant. Als nächstes Sternzeichen ist der Steinbock dran. Und darüber berichte ich im nächsten Monat. Bis dahin habt eine wundervolle gute Zeit. Herzlichst, eure Deria.